Wieder ein wunderschöner Tag zum Sondeln. Hallo und willkommen zurück beim Metallsektor. Ja, was soll ich sagen? Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Ich fasse das mal kurz zusammen. Ich hatte eine mehrstündige Operation vor mir. Ich hatte im Anschluss eine Reha. Dann ging es mir mal gut, dann ging es mir mal nicht gut. Ich konnte mir das nicht so ganz genau erklären. Habe jetzt wieder langsam angefangen mit Sport. Und möchte wieder einfach an die frische Luft. Ich habe die Schnauze voll. Ich kann nicht mehr. Durch die weltweite Pandemie ist man sehr stark eingeschränkt. Und ich möchte einfach nur noch raus. Ich kann nicht mehr. Bitte versteht, dass ich nicht wöchentlich weiterhin Videos machen kann oder werde. Werde mich aber bemühen, immer wenn ich rausgehe, die Kamera mitzunehmen. Und natürlich meinen Metalldetektor. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist so, für mich ist alles abgehakt. Ich freue mich auf mein Fahrrad, wo ich übrigens mittlerweile ein Schloss habe, aber meinen Schlüssel zu Hause vergessen habe. Deswegen provisorisch wieder in Bundeswehrart versteckt. Und wir sind wieder im Wald. Mal schauen. Diesmal habe ich auf Tim gehört, den YouTuber mit dem Kanalnamen Zim, ein bisschen Recherche betrieben. Und ja, hier sind Laufwege vom 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Mal schauen. Das heißt wie immer bei mir nichts. Meine oberste Priorität ist immerhin, den Wald sauber zu halten. Und das mache ich ja gut mit meinem Schrott. In diesem Sinne, bis zum ersten Signal. Übrigens, schöne Grüße an Tim, der mich mehr oder weniger motiviert hat, wieder weiterzumachen durch seine Videos. Die sind sehr lustig, unterhaltsam und natürlich hat auch die passenden Funde dazu. Ich verlinke euch nochmal den guten Tim. Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Ich möchte unbedingt noch dieses schöne Foto mitnehmen. Ich habe mich noch kein bisschen bewegt. Wir sind immer noch beim Fahrrad. Aber das Foto muss sein. Und dann geht's gleich weiter. Ein sehr deutliches 75er Signal. Circa 15-20 cm. Seht ihr das? Ist es ein Knopf? So schwer ist es nicht. Naja, schreibt mal in die Kommentare. Hey, ich freue mich aber trotzdem. Das ist der erste Fund seit gefühlt einem halben Jahr und ich würde behaupten, das ist kein Müll. Gefällt mir so diese Optik, diese unberührte Natur. Also ich würde wirklich behaupten, hier war schon länger keiner mehr. Ausgenommen, dass der Baum da fehlt, aber trotzdem. Und das halte ich gerne fest mit meinem Fotoapparat. Das jetzt nicht auf Video aufgezeichnet, weil es ein 30er Signal war, so ein Eisensignal, und ja, hat sich mehr oder weniger bestätigt. Ein Mini-Hufeisen? Nee, Quatsch. Irgendeine Verankerung, Öse, keine Ahnung. So, noch so ein 70er Signal. Komisches Signal. Was sonst? Eine Hülse.
Ich schaue zu Hause nach, welcher Jahrgang das ist. Ich schätze mal Zweiter Weltkrieg. Bin immer noch am Bach und also zuerst habe ich gedacht, hey, Abzählasche, aber jetzt ein Herz sieht nicht nach einer Abzählasche aus. Ja, muss ich reinigen. Irgendein ist doch eine Kuh hier, oder? Ein Hund? Kuh? Mach mal sauber, dann zeige ich euch das. Schaut mal, wie schön. Wo man hier ganz alleine steht. Nur die Vögel im Hintergrund. Ja, und die bekloppte Autobahn. Aber ansonsten Natur pur. Und das habe ich vermisst, meine Freunde. Ich habe mir schon gedacht, oh geil, irgendwo ist hier ein schönes Signal und ja, Bach, ein Baum, bestimmt was Historisches. Eine historische Red Bull Flasche von Martin McFly. Naja, so eine Scheiße. Ich habe mich echt gefreut, das war ein schönes Signal. Ach so, so eine Baummarkierung, oder? Hm. Ja, bestimmt. Zuerst habe ich gedacht, auch ein langweiliges Signal, aber das sieht rund aus. Okay, ein langweiliges Signal. Ja, das war dieser Handelsweg. Den bin ich schon mal abgelaufen hier. Ja, ja. Und weiter geht's. Dafür habe ich 10 Minuten gegraben. Und nein, das ist nicht Gold. So, ein paar Funde mache ich noch und dann geht's heim. Ja, Eisen. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich sie raushole, aber ich versuche alle Werte einzuordnen. Und das dauert ein paar Monate, Jahre. Und irgendwann mal blende ich sie aus. Ein Signal nehme ich euch live mit. 70er. Ja, was soll es sonst sein? Natürlich ein Nagel. So ein älterer Nagel, aber ja, könnte ein Haus neu bauen mit den ganzen Nägeln, was ich gefunden habe. Okay, stimmt auch wiederum nicht. Jetzt wollte ich es noch einmal wissen. Ein sehr ausgeprägtes Signal gewesen. War auch sehr anstrengend. Sehr verwurzelt. Tada! Ja, müsste aber auch ein bisschen älter sein. Also das ist nicht eine der neueren Formen. Spitzhackenjäger, also ja, so eine
ältere Axt, oder? Ein schönes letztes Signal. So, meine Freunde, ich bin fertig. Es hat Spaß gemacht und ich merke einfach, ich brauche die Natur. Von den Funden, ja, passt zum Kanal. Was sonst? Ja, ich hatte eine Drohnenaufnahme gemacht, aber ja. Ich hatte letzte Woche einen Akku geladen für alle Fälle, falls ich wieder mal sondeln gehe, aber da war ziemlich. Also ich bin hochgestattet, 2 Balken von 4. War ein kurzes Video. Ich blende euch das trotzdem gleich ein. Ja, damit ihr wieder einen Drohnen-Shot seht. Fotos haben mir wieder Spaß gemacht. Das Sonnen per se und natürlich auch die Natur auch. Ich mache auf jeden Fall weiter. In welchem Rhythmus, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich überlege mir, ob ich den Detektor nicht einfach ins Auto reinschmeiße. Ja, so Notfallausrüstung. Mit einer Schaufel, wenn ich nach der Arbeit, also so kurze Videos, ich nenne sie dann unter 5-Minuten Videos, keine Ahnung, dass ich einfach ab und zu mich zwinge für eine Stunde raus. Es muss ja nicht wie heute länger sein. Und ob die Funde, ob am Ende dann 5 Schrottfunde sind oder 2, spielt auch keine Rolle. Nee, es macht mir Spaß, ich möchte auf jeden Fall weitermachen, mal gucken. Ja, ist jetzt auch ein bisschen blöd zu der Jahreszeit. Im Winter, im Waldstück, brauche ich wirklich nicht anfangen. Auf dem Acker würde das noch gehen, aber mal schauen, ob der mir noch die Erlaubnis gibt auf den einen. Ja, ich finde schon was. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bleibt gesund. Ciao.